Auto, ich kann euch mal ein bisschen erzählen, warum ich mir dieses Auto gekauft habe. Weil für 200.000 kann man sich einen Lamborghini Urus kaufen. Man kann sich vielleicht so ein S-Coup kaufen, eine S-Limousine und so. Ich kann euch mal sagen, warum. Das Auto, das Geile an dem Auto ist, es ist so eine Mitte zwischen sportlich, aber trotzdem so familiär. Also ich kann mit meiner Mom, keine Ahnung, zum Beispiel zum Aldi fahren, aber ich kann auch gleichzeitig irgendwie nach so, keine Ahnung, ich kann damit auch 360 auf der Autobahn fahren und so richtig losdüsen damit. Also es hat trotzdem dieses Sportliche, so, weißt du, zum Beispiel, wenn du hier so von hinten schaust, ist übel geil, dieses Sportliche, aber es hat halt auch diesen Raum für so dieses Familiäre, sage ich jetzt mal. Ja, deswegen, also, das war für mich so einer der entscheidendsten Gründe, warum ich mir dieses Auto geholt habe. Und ihr seht, bei mir alles immer so beige, beige, beige. Was ich an dem Auto auch noch so geil finde, ist, dass es so logisch gemacht wurde. Okay, hier Lenkrad, hier Sachen halt zum Beispiel für Aschenbecher, Getränke, bla, bla, bla. Und hier ist halt nochmal so eine Reserve für, keine Ahnung, jetzt hier. Ich habe meine Vape hier, kann die jetzt erstmal hier abstellen. So. Das heißt, wenn ich jetzt so fahre und meinen Arm hier hinlege, ja, dann habe ich hier dieses Touchpad direkt vor mir und den Schalthebel auch direkt hier. Hier kann ich irgendwelche Sachen ändern. Wartet, ich mache kurz das Auto an. Dann seht ihr es gleich. Buff, buff, buff. Dann haben wir hier so Displays, wo ich dann halt, keine Ahnung, hier zum Beispiel in den Sportmodus wechseln kann, wo ich irgendwas machen kann. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr nice gemacht. Wie gesagt, es ist so die Mitte zwischen super sportlich und sehr familiengerecht. Also schaut euch mal die Sitze an. Das ist halt schon, man kann wirklich hier drauf schlafen. Also ich habe hier schon mal gepennt. Und ja, ich habe hier noch die geile Bowmaster-Anlage. Ich kann es euch nicht zeigen. So, man muss drin sitzen. Hier diese LED-Leiste und so. Ihr wisst, Mercedes, Bro, was soll ich euch sagen, Alter? Mercedes Beste. Aber überlegt mal, hier ist eine Anlage, da ist eine Anlage, da ist eine Anlage. Nochmal eine Anlage. Hinten sind auch noch Sitzheizungen. Man kann hier auf ganz gechillt Torino. Hat man so eine Armlehne. Also wirklich all in all, ich bin super zufrieden. Ist halt ein Familienwagen, Alter. Was willst du sagen? Okay. Ich fahr mal los. So, das ist jetzt so die Sicht aus meinem Leben. Ja, ihr seht, ich wohne in so einem Dörfchen. Filderstadt heißt es hier. Ja, da kommt Gegenverkehr. Also eins muss ich euch zum Beispiel sagen, ne? Die Leute, die nehmen dir immer die Vorfahrt weg, weil sie dich so in so einer dicken Kiste sehen. Das ist echt krass. Also ich merke schon, dass die Leute extrem neidisch sind. Digga, bitte aufpassen. Ich merke schon, dass die Leute extrem neidisch sind und das so gesehen nicht sehen können. Dass man so jetzt so, der hat eine dicke Karre, der hat es bestimmt nicht eilig, mäßig so. Wisst ihr, was ich meine? Und falls ihr es seht, wartet mal. Ich versuche reinzuzoomen. Hat man hier so ein Head-Up-Display. Ist auch ganz nice. Und ja. Ah ja, und was das Geile ist, wenn du an der Ampel anhältst, du bekommst hier so gesehen das Bild von der Ampel, damit du nicht so gucken musst die ganze Zeit, sondern hast es einfach hier so drauf. Das ist schon nice, Alter.